werde Ihnen zu dem Thema Mobilität im Alter ein paar Informationen geben. Einige kennen Sie bestimmt, andere noch nicht. Vielleicht bringen Sie die auch in andere Zusammenhänge. Aber ich glaube, das ist für Sie ein spannendes Thema. Was haben wir gestern? Viele Konzepte, Visionen, Informationen. Der letzte Vortragende gestern Abend, der Sascha Pöllenberg, hat ganz viel von Lebensqualität gesprochen. Hat er bestimmt, Hans, 8, 10 Mal gesagt, wie wichtig das ist. Wollen wir das? Wollen wir alle, oder? Lebensqualität? Wollen wir alle. Wollen wir das selbst bestimmen, was das ist? Wollen wir auch alle. Klar, wir reden hier über auch Sicherheit, wollen wir auch alle. Also wir wollen ganz viel und wir müssen das alles zusammenpacken und zusammenbringen. Wie machen wir das? Ich werde das so in 3 Blöcke machen. Einmal so eine aktuelle Lage, ne? Unfallgeschehen gerade bei Menschen, die schon älter geworden sind. Das steht vielen von uns noch bevor, ne? Also wir sind alle betroffen. Aber wie sieht es aktuell aus? Was wird aktuell diskutiert? Sie wissen, im März ist so durchgesickert, es gibt eine EU-Führerscheinrichtlinie, die bis 2030 von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden muss. Das ist fix. Ja. Wie wir das machen, hier in unserem Bereich, das können wir noch diskutieren, das können wir überlegen. Und dazu gehört es sich, dass man so eine Diskussion möglichst versachlicht. Sie haben sicherlich die letzten 2, 3, 4 Monate gemerkt, wenn Sie in einem Gesprächskreis sind und es geht um dieses Thema, wo fängt das eigentlich an? Also die erste Frage ist, was sind denn ältere Mobilitätsteilnehmer im Bereich des Straßenverkehrs, des Fahrens, gerade des Fahrens mit dem Auto? Wir werden diese Fragen so ein bisschen berühren und gucken, dass wir aus der aktuellen Situation uns mal nähern weiter den Möglichkeiten, die wir haben. Was wir wissen, ist, dass wenn ein gewisses Alter erreicht wird, nicht mehr alles so funktioniert, wie es in jungen Jahren war. Das ist unstrittig. Und wir haben auch hier das Thema Vorrang, Vorfahrt. Sie sehen das in den ersten beiden Bereichen und auch Abbiegemanöver, Wendemanöver, Rangiermanöver als ein Thema, wo Unfallgeschehen einfach signifikant höher sind bei älteren Verkehrsteilnehmern. Das wird auch wahrgenommen. In dem Fall ist die Frage, woran liegt denn das einfach? Ne? Liegt das an dem Faktor Mensch tatsächlich? Ja, ist 70 das richtige Alter, über das wir hier reden? Oder ist es nur ein Ansatz, ja, der jetzt in einer EU-Führerscheinrichtlinie drin steht? Was auf jeden Fall klar ist, Sie sehen das hier, ohne dass ich das zu sehr im Detail mit Ihnen durchgehe, aber kognitive Themen, physische Themen, chronische Erkrankungen, das kommt alles zusammen und in der Summe ist der Potpourri bei jedem etwas anders. Und dadurch, dass dieser Potpourri so unterschiedlich ist, haben wir auch die Diskussion, die so unterschiedlich sich dem Sachverhalt Fahrerlaubnis, Gesundheitscheck, Überprüfung der Fahreignung nähert. Das wird sicherlich auch noch bleiben. Es wird auch noch nicht heute feststehen, wie es zu machen ist. Aber welche Aspekte spielen einfach eine Rolle? Ich denke, da können wir ein paar Informationen weiter austauschen. Sie sehen hier unten rechts den Begriff Schutzfaktoren. Ja? Der ist ganz, ganz wichtig, weil er impliziert eigentlich, dass auch der Betroffene eine Wahrnehmung dazu hat, ja, dass er mit seinen Defiziten, Erkrankungen, seinen Veränderungen einfach dem begegnen muss. Ja. Also die Risikobereitschaft, die geht schon runter, das sehen wir hier. Und die Gewissenhaftigkeit ist auch hoch. Ja. Wir sehen das ganz oft auch, dass die Geschwindigkeit, mit der gefahren wird, langsamer wird. Ja. Das äußert sich so als ein Indikator. Das heißt auch, die älteren Verkehrsteilnehmer nehmen das wahr, dass es Einschränkungen gibt. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, der Faktor Mensch, ja, der muss sich auch selber einschätzen. Wir kommen ja ganz viel aus der Betrachtung, was machen wir selbstbestimmt und was ist fremdbestimmt. Wir wollen selbstbestimmt entscheiden an der Stelle, wir brauchen aber auch Regeln, an die wir uns halten. Und dazu gibt es einfach Erkenntnisse, die wir aus der Wissenschaft haben, nämlich, dass es nun einmal neurodegenerative Abbauprozesse von Nervenzellen gibt. Das ist unstrittig, das ist wissenschaftlich belegt.
Und wir wissen auch eben, dass die Fahrkompetenz über verschiedene Dinge einfach neurobiologisch limitiert ist. Ja. Das ist gar nicht zwingend ein Altersthema, ja, dann macht sich das mehr bemerkbar. Aber was heißt das? Letztendlich können Sie nur eine gewisse Anzahl von Eingangsgrößen in Ihrer Komplexität verarbeiten. Und wir nennen das so gern Multitasking-Fähigkeit. Ja, aber es ist nichts anderes, als die Summe der Einflüsse zu verarbeiten in einer zur Verfügung stehenden Zeit. Die ist manchmal sehr kurz. Ja, und das muss man eben beherrschen und auch das verändert sich über die Zeit. Sie sehen hier in so einer Metastudienzusammenführung, dass Menschen, die in diesem Bereich liegen, 70, 75, 80, dazu neigen, sich 10 bis zu 20 Jahre jünger in ihrer Fähigkeit, aktiv am Verkehr teilzunehmen, einschätzen. Ja, und das ist schon eine gewaltige Zahl. Ne? Wenn Sie von 75 bis 65, 55 mal runtergehen, ich glaube, da können wir alle diese Entwicklung nachvollziehen. Also, wir haben eine Situation, wo wir gewisse Dinge medizinisch wissen und wo wir uns überlegen müssen, wie wir auch damit umgehen an der Stelle. Wie können wir mit diesem Thema dann entsprechend umgehen? Wie sage ich es meinem Kind? Ja? Unter Umständen hier, wie sage ich es meinen Eltern? Ja? Das ist ja auch eine wichtige Thematik, weil wir hier aktiv werden müssen, weil wir immer noch selbstbestimmt sind. Ja? Um das, bevor wir zu dem Feedback-Thema kommen, nochmal etwas rauszuarbeiten, also selbstbestimmt sind wir ja auch an vielen anderen Stellen. Ja? Also wenn Sie bestimmen ja selber, ob Sie zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen oder nicht. Machen Sie oder nicht. Machen viele, weil es eben sinnvoll ist. Ja, Sie fahren vielleicht Fahrrad und setzen Helm auf. Das machen Sie selbstbestimmt. Weil die Regel der Helmtragepflicht für Fahrräder, auch ein Diskussionspunkt, der schon alt ist, haben wir nach wie vor nicht durchgängig. Für einige Bereiche ja, für einige Zweiräder, aber nicht für alle. Ja, aber das machen Sie selbstbestimmt. Woraus kommt das? Ja? Also da, wo Sie unter Umständen nur sich selber gefährden, da ist man dann ein bisschen großzügiger und sagt, okay, das kannst du dann selber entscheiden. Aber sobald du aus der Betriebsgefahr heraus deines Teilnehmens am Straßenverkehr andere gefährdest und dich selber, in Klammern, das darf man nicht vergessen, dann gehört es eben auch dazu, Regularien zu haben, damit dieses Schutzbedürfnis der anderen Verkehrsteilnehmer auch erfüllt wird. Das tun wir, indem wir zum Beispiel gesagt haben, wenn du 50 geworden bist, das haben wir am 1.12.99 getan, dann musst du, wenn du einen LKW fahren willst, zur Gesundheitsprüfung, wenn du die Fahrerlaubnis schon hast. Wenn du sie danach erst erwirbst, meinetwegen im Alter von 24, wann muss man denn das erste Mal zur Gesundheitsprüfung? Nach 5 Jahren. Da müssen jetzt 29-Jährige zur Gesundheitsprüfung. Ja, augenärztlich und auch vom Hautarzt. Das haben wir so gebaut. Wir haben das übrigens beim PKW-Führerschein auch so gebaut. Auch 99. Ja. Da haben wir gesagt, derjenige, der die Fahrerlaubnis erwirbt, der durfte bis dahin einen 7,5-Tonner fahren. Ne? ZGG, zulässiges Gesamtgewicht. Und einen Anhänger hinterbauen von dem 1,5-fachen des zulässigen Gesamtgewichts des Zugfahrzeuges. Macht nochmal 11,25. Macht ein Zuggesamtgewicht von 18,75 Kilogramm. Tonnen. Und das mit einem ganz normalen Pkw-Führerschein. Halten wir das für richtig? Ne? Also wir haben mal dann auch begrenzt gesagt, Mensch, wenn das Zuggesamtgewicht über 12 Tonnen ist, musst du, wenn du über 50 bist, zu einer Gesundheitsprüfung. Das war tatsächlich auch im Besitzstand der Pkw-Fahrerlaubnis-Situation eine Veränderung, eine Verringerung dessen, was man mal zugesagt hat. Da hat man darauf reagiert. Ja, Sie merken, das Thema ist komplex an der Stelle. Und wir sehen auf der einen Seite diese Vorschriftenentwicklung, diese medizinischen Themen. Auf der anderen Seite wollen wir selbstbestimmt und fremdbestimmt in eine vernünftige Balance bekommen. Feedback ist dabei für uns alle wichtig. Wir müssen wissen an der Stelle, ob das richtig ist, wie wir uns selber einschätzen, dass das schwierig ist mit zunehmendem Alter, haben wir gerade gesehen. Also brauchen wir da verschiedene Feedback-Themen. Die aktuellste, bekannteste Feedback-Fahrt, die wir haben, ist im Grunde genommen BF17. Eines der Erfolgsmodelle, wie ich persönlich auch finde, in unserer Verordnungs,
Gesetzgebung, ja, ein reines Angebot. Wenn du mit 17 fahren willst, musst du nicht, ne? Du kannst mit 18 Führerschein machen, mit 18. Wenn du mit 17 fahren willst, dann darfst du das, das Angebot ist da, aber du musst drei Leute benennen, die gewisse Voraussetzungen haben, die dir dann Feedback geben, wie das so bei dir läuft in diesem Jahr schon. Ja? Das haben wir einfach gemacht, um da zusätzliche Informationen zu platzieren. Feedback. Wer gibt Feedback? Ja? Dieses Feedback geben muss man auch können. Und das ist einfach ein ganz interessantes Thema zu sagen, ich gebe dir mal eine Information, ja, aber wenn man das ziemlich platt und unvorbereitet macht, dann kann das auch in die verkehrte Richtung gehen. Ne? Also wenn ich meinem Schwiegervater sage, also pass auf, wenn du, also eigentlich darfst du schon gar kein Auto mehr fahren, aber mal gucken, vielleicht geht es gesundheitlich noch. Ja? Sie müssen da ja anders rangehen an diese Themen. Ne? Wenn Sie das momentan beobachten, dann wissen Sie, viele Gesprächskreise drehen sich momentan darum, wie sage ich es einfach in meinem Umkreis mal dem, von dem ich weiß, dass das nicht mehr so richtig kann, wo es Indikatoren gibt. Ja? Und sind diese Indikatoren eine reine Gesundheitsprüfung? Ja? Also stellt man Dinge fest in der Theorie mit der Gesundheit hinsichtlich des Fahrverhaltens innerhalb des Straßenverkehrs. Also wir wollen hier an der Stelle mal kurz innehalten, Feedback. Sie sehen das hier, eine Information, eine Rückgabe von Nachrichten soll, ist wir personenbezogen, prozessbezogen, performancebezogen die Rückmeldung. Ja, was hast du tatsächlich auch vom Verhalten gehabt? Und wenn man mit 18 die Fahrerlaubnis erworben hat und dann 50 Jahre tatsächlich gefahren ist, mehr oder weniger, da hat sich ja was getan im Straßenverkehr, hat sich was getan in der Technik, die zur Verfügung steht. Und der Mensch muss sich damit auch weiterentwickeln. Und deswegen glauben wir, dass die Wirkung von Feedback sehr wichtig ist, dass sie sehr gut organisiert werden muss und dass wir viel mehr erreichen, wenn wir uns mit dem Thema Rückmeldefahrten ein bisschen intensiver beschäftigen. Ich habe das ein bisschen vorbereitet. Sie sehen hier mal wieder der Faktor Mensch und die Balance, ja, zwischen dem, ja, was tatsächlich an Mobilitätsbedürfnis da ist und dem dazugehörigen Risikopotenzial. Wie kriegen wir das hin? Ja, wir haben Begutachtungsstellen für Fahreignung, der ein oder andere kennt den Begriff vielleicht schon, aber da sind wir immer nachrangig tätig, da sind wir immer dann aktiv, wenn es ein Unfall geschehen, ein Missbrauch von Medikamenten und gegeben hat. Aber wir wollen ja in die andere Richtung kommen, ja? Wir wollen ja in die Präventionsansätze geraten und dazu gehört aus unserer Sicht nicht einfach der Gesundheitscheck, sondern da gehört eher eine freiwillige Rückmeldefahrt und ich glaube, da können wir viel mehr Leute, viel mehr Bewusstsein für die Notwendigkeit bekommen, so etwas tatsächlich auch umzusetzen, regelmäßig zu tun. Ne? Gibt es wieder viele, die sagen, ach krank, gibt doch keiner freiwillig seinen Führerschein ab. Naja, wir brauchen schon Anreizsysteme, da haben Sie völlig recht. Ja? Ich habe Name, den Sie hier alle kennen, Egbert Meyer-Lowes, ne? Den Kollegen von der Deutschen Bahn, mit dem mal eine Veranstaltung gemacht vor 15 Jahren an einer unserer Niederlassungen. Da ging es um die freiwillige Abgabe der Fahrerlaubnis von Senioren an der Stelle, die dann ihr Auto mitgebracht haben. Das wurde damit abgegeben, ne? Also Auto. Und dann gab es ein Bahnticket für ein Jahr. Ja, also das Anreizsystem hat jetzt nicht zu einer Überfüllung geführt, ja, muss man ganz ehrlich mal sagen. Aber ist 15 Jahre her. Ja. Wir reden ja jetzt über Themen, über andere. Und Anreizsysteme müssen dann natürlich attraktiv sein. Ja. Wer führt so eine Rückmeldefahrt durch? Ja? Rückmeldefahrt heißt aber, es ist begleitet. Ne? Das ist einfach ein Thema, wo man sagt, Mensch, lass uns doch mal zusammen fahren. Wer macht das? Wer kann das? Wer schafft diese Bereitschaft, sich dann eventuell mit Defiziten auseinanderzusetzen? Wir sehen da tatsächlich ein Zukunftsmodell drin und es ist einfach auch ein Thema, in dem viele Protagonisten beteiligt sind. Ja, da haben Sie die Verkehrsvereine, da haben Sie die Überwachungsorganisation, da haben Sie die Fahrlehrer insgesamt, die sowas ja alles auch aktuell schon anbieten können. Ja? Sie können ja mal eine Fahrstunde verschenken. Wann haben Sie das gemacht? Ja? Machen Sie es einfach mal, probieren. Ist auch ein Feedback, ne? An der Stelle. Muss man gut verpacken, auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist durchaus ein Thema, was wir tun können. Wir werden bei diesen Rückmeldefahrten, und da ist so ein bisschen der Ansatz drin, verschiedene Feststellungen haben mit verschiedener Schwere und Informationsdichte.
Tiefe, also mit Auffälligkeiten unabhängig vom Alter, ja, die keine sind, dann leichte und natürlich schwere, wo man sagt, da ist das Thema Spurhalten schon sehr schwierig, ja, und allein das Verlassen auf Fahrassistenzsystem ist da sicherlich auch nicht der richtige Weg. Wir können nicht aufs autonome Fahren warten und sagen, bis dann richtet es sicherlich die Technik. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Wir brauchen viele Leute, die da unterstützen und dieses Unfallgeschehen für ältere Kraftfahrer auch analysieren und präventiv selbstbestimmte Möglichkeiten auch liefern, ja, wie ich Ihnen ja einige geliefert habe jetzt. Also Sie sehen hier nochmal, die kompletten Situationen sind oftmals das Problemfeld. Ja, in Hamburg der bekannteste Hotspot, durch die Presse so bekannt gemacht, ist die Weizstraße. 4 Jahre, 81 Unfälle ist schon viel, aber 38 mit Senioren. Also ist nicht, dass davon 78 von 81 jetzt Senioren waren. Ja, das wird zu sehr in diese Richtung auch gebracht, aus meiner Sicht. Da hängt die Komplexität der Verkehrssituation, ist da viel, viel interessanter in der Analyse. Ein wichtiger Ansatzpunkt eben, wie bringe ich Feedback oder rüber, wie kann ich das tun? Und Rückmeldefahrten als ein Weg, sich damit zu befassen, sind, glaube ich, ein sehr gutes und probates Mittel. Da sollten wir uns zügig mit befassen. Bis 2030 haben wir noch ein bisschen Zeit, aber die Weichen werden jetzt gestellt. Ja, und da sind auch alle aufgerufen, mitzumachen an der Stelle. Letztes Slide für uns. Wir befassen uns seit vielen Jahrzehnten mit Verkehrssicherheit. Wir haben einen Verkehrssicherheitsreport, den wir seit 2008 schreiben, zu ganz unterschiedlichen Themen. Die finden Sie alle als PDF auf www.dkrotsafety.com. An der Stelle, gestern Abend war parlamentarischer Abend in Berlin und da wurde der 2023er Verkehrssicherheitsreport zum Thema Mobilität, Augenblick, da muss ich einfach weitergehen, zack, Technik und Mensch vorgestellt. Ich habe da für Sie den ersten druckfrischen Karton hingestellt. Wenn Sie mögen, nehmen Sie sich da einen raus, gucken Sie sich da rein, beschäftigen Sie sich mit dieser Materie, Technik und Mensch. Ich glaube, das geht uns alle an und da sollten wir mehr Energie reinsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kramer. Erste Frage an Sie. Fragen, die Sie direkt adressieren mögen. Nicht. Doch, Hans, halt mit Mikro. Ah, da ist Erik, super, guck mal, klappt doch alles hier, wie geplant. Willst du dich schon gleich bewerben für eine Rückmeldefahrt? Als Begleiter, meine ich, als Begleiter. Ich weiß nicht, wie ich das Lachen hier interpretieren soll. Ich auch nicht. Du hast am Anfang gesagt, die Senioren neigen dazu, wenn ich es richtig verstanden habe, sich 10 bis 20 Jahre jünger zu fühlen. Also alt werden ja immer nur die anderen, kennen wir ja alle. Ja. Das finde ich ein sehr spannendes Phänomen. Wie äußert sich sowas denn? Ist das eine Phase von Selbstüberschätzung oder wie merkt man sowas? Naja, also du befragst Leute nach ihrer eigenen Einschätzung, machst quasi Tests, ne? Und die können sie einfach nicht einhalten. Ja? Also das Thema Rückmeldefahrt geht genau auf das Thema hinaus. Ne? Fahr mal eine definierte Strecke, ja, so ein Fahrlehrer kennt die Strecken, die hier spannend sind oder die Fahrprüfer und dann guck mal, ob du das noch hinbekommst, wie ein 55-Jähriger meinetwegen, wobei nicht gesichert ist, ja, da bin ich ganz neutral zu sein, dass die alles richtig machen. Das ist nicht nur eine Alterskompetenz hier, ja. Also diese Fahrkompetenz bei komplexen Systemen, wie ich es vorhin gesagt habe, die sind durch andere Prozesse schon limitiert. Aber insgesamt merkt man das eigentlich nur, wenn man das testet. Ja? Also und das eine ist ein subjektives Gefühl, das ist das, was da dargestellt worden ist. Und das andere ist, wenn man dann sagt, okay, pass mal auf, also es geht nicht mehr so flüssig an der Stelle. Ja? Und da sind eben verschiedene Einflussfaktoren da. Und die müssen wir aktiv gestalten. Ja. Aber so ist das gemeint. Ne? Sie setzen auf Freiwilligkeit, auf die Selbsterkenntnis, haben Sie vorhin gesagt. Ich darf das zu Hause gar nicht erzählen. Ich bin verheiratet mit einem, der vor 25 Jahren gesagt hat, pardon, ich bin ungeduldig, aggressiv. Ich bin jemand, den will man nicht auf der Straße haben als Autofahrer. Seitdem muss ich immer fahren. Aber das ist natürlich, wenn man die Erkenntnis haben kann, kann man sagen, okay, super, bleib mal bitte aus dem Auto weg. Wer von uns würde freiwillig eine Rückmeldefahrt machen, ohne, was, 75 oder 65 zu sein? Okay,
Also sie sind auch alle noch so wahnsinnig jung, ne? Alle gerade erst Führerschein gemacht. Also ich meine, aber ist das der richtige Weg? Wir reden ja in Deutschland oft darüber, dass wir überreguliert sind und ja, zu viele Regeln und noch was wird geregelt. Ist das der Weg, lieber zu sagen, wir setzen auf Einsicht, auf Selbsterkenntnis, Selbstbestimmung? Also wir tun das an vielen anderen Stellen auch. Wie ich finde, mit einem Erfolg, ich hatte das Thema Helmtragepflicht bei Fahrradfahrern vorhin mal. Da ist das nicht so erfolgreich. Also wenn mal die Tage morgens fährt und sich einfach mal vornimmt, die ersten 20 Fahrradfahrer zu betrachten und mal aufzusummieren, wie viele davon tatsächlich einen Helm tragen, der kommt nie in den zweistelligen Bereich. Also in Hamburg nicht. Schaffen sie fast nie. Heute Morgen war es besonders spannend, weil es hat geregnet. Und dann tragen die noch weniger Helm, sondern eher die Kapuze. Und wenn sie Kapuze tragen an der Stelle und gucken nach rechts und nach links, ja, also da können sie fast genau gleich nachlassen. Also ich will das Fahrradfahren, das ist gut und richtig und wichtig und ein super Verkehrsträger, aber hat auch Gefährdungspotenziale da drin. Und die sind eben auch insgesamt da. Die Frage ist einfach, wenn wir gewisse Themen, Verletzungsschweren verändern wollen, müssen wir nur mal aufsummieren in Hamburg, was an in den Kliniken und in den Ärzten jeden Tag an Fahrradunfällen auch stattfindet. Ja, deswegen selbstbestimmt ja, aber man sollte an der Stelle auch sehen, dass man es tut. Ja. Ich bin davon nach wie vor wirklich überzeugt, dass das der richtige Weg ist, da Energie reinzustecken. Sie haben einen Verkehrsübungsplatz von der Verkehrswacht an der Stelle. Da können Sie üben fahren. Ne? 16,5 war mal die Grenze. Ich weiß nicht, ob es inzwischen mit BF 17 runtergesetzt ist, aber 16,5, da können Sie da hin und üben. Das ist eine Begleitperson mit einer Fahrerlaubnis. Da finden Sie aber tatsächlich auch nur die 16,5 und 11. Da finden Sie die 70-Plus-Generation nur sehr, sehr eingeschränkt an der Stelle. Eigentlich in Vorbereitung für eine Fahrverhaltensbeobachtung, wenn sie denn über die BFF motiviert ist, ja, über die Begutachtungsstelle für Fahreignung. Insofern, ich glaube, wenn wir die Diskussion in der Öffentlichkeit intensiver führen zu dem Thema, Mensch, wenn wir das selbstbestimmt in den Griff bekämen, wäre es der bessere Weg. Ob wir es bekommen, weiß ich nicht. Schauen wir dann mal. Wir werden Ihre Arbeit beobachten, Herr Kramer. Vielen Dank. Und wir fangen alle an, Fahrstunden zu verschenken an nicht Kinder und Nichten und Neffen und Patenkinder, sondern an Eltern und Großeltern vielleicht. Wäre ja mal eine Idee. Nehmen die mal mit. Ich habe das mit dem Fahrlehrerverband nicht abgesprochen, aber vielleicht klappt das. Gut, die werden jetzt auch nicht traurig sein, würde ich mal vermuten, Herr Kramer. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Applaus.